Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Marc, ein kleines Statement zum Spiel, wollen sicherlich alle Hansa-Fans wissen. Vorfeld gesagt, du hast zur Mannschaft gesagt, gestern war alles rosig, heute das Gegenteil, so schnelllebig ist Fußball. Was hat dir konkret heute nicht gefallen im Spiel, außer dem Ergebnis, was aber natürlich gegen Erstligisten, glaube ich, ja, da brauchen wir uns, denke ich mal, ist ein Testspiel, nicht aufs Ergebnis versteifen. Aber was hat dir konkret nicht gefallen im Spiel? Dass wir die Gegentore, die wir gefangen haben, dass wir die zu leicht hergegeben haben. Da musste sich Augsburg nicht groß anstrengen, um dann unsere Vorlagen, sprich Fehler eiskalt auszunutzen. Daran sieht man natürlich dann eben halt den Unterschied auch. Das war ein Erstligist heute, die nutzen natürlich jeden Fehler gnadenlos aus. Was sie uns natürlich auch in puncto Handlungsschnelligkeit im Voraus hatten, das war eben halt auch deutlich zu erkennen. Was mich eben halt stört, ist gar nicht mal so sehr, dass wir verloren haben. Das ist also überhaupt kein Problem. Gegen Erstligisten kann man logischerweise verlieren. Nur wenn man den Gegner die Tore so leicht herschenkt, damit habe ich dann schon ein Problem, weil gerade in der zweiten Halbzeit haben wir auch einen hohen Aufwand betrieben und es wäre dann schon gut gewesen, dass die Jungs sich dann da eben halt auch belohnt hätten, wenn das ein oder andere Tor weniger gefallen wäre. Aber unterm Strich kann ich auf die Ergebnisse keine Rücksicht nehmen, weil in erster Linie ist wichtig, dass wir im Training uns eine gute Fitness erarbeiten, weil es zählt nur ein Datum und das ist der 26.01. und nicht heute ein Testspiel gegen den FC Augsburg. Gab es aus deiner Sicht doch auch Lichtblicke oder sagst du, da ist noch ganz viel Luft nach oben heute gewesen? Es gab sicherlich den einen oder anderen Lichtblick, aber sorry, ich bin noch weit davon entfernt, nach der Hälfte der Vorbereitung jetzt den einen oder anderen, weil er vielleicht gegen Augsburg mal eine ganz ordentliche Leistung gebracht hat. Das müssen die Jungs immer wieder bestätigen und es zählt auch, wie gesagt, für die Jungs nicht. Das ist zwar schön für den einen oder anderen, dass er sich heute Selbstvertrauen erarbeitet hat. Das werde ich den Jungs auch unter vier Augen dann noch mitteilen. Aber es ist jetzt noch zu früh, hier den einen oder anderen in den Himmel zu heben, weil, wie gesagt, auch für die Jungs kann nur gelten, der 26.01., da müssen wir unter den ersten Elf stehen. Okay, dann haken wir das Spiel mal ab und habe ich noch eine Frage zu unserem Neuzugang, den wir, den Uwe Fester heute im Fanradio bei uns quasi verkündet hat. Der Philipp Clement kommt vom 1. FC Nürnberg auf Leihbasis. Was versprichst du dir von ihm? Er ist ein Offensivspieler, das konnte man über ihn herausfinden. U20-Nationalspieler, ist natürlich auch eine Hausnummer. Ja, wie willst du ihn einbauen und was versprichst du dir von ihm? Welche Stärken hat er? Also er ist ein Achter, um das mal konkret zu benennen, der sicherlich auch eine gewisse Flexibilität hat. Er könnte zum Beispiel auch auf der linken Außenbahn spielen, allerdings dann mehr mit Zug ins Zentrum rein, statt über den Flügel kommt. Aber er hat eine gute Dynamik, er ist fußballerisch gut, weil diese beiden Komponenten musst du letztendlich auch haben, um U20-Nationalspieler zu werden. Und von daher glaube ich, dass er uns durch seine Dynamik und im fußballerischen Bereich weiterbringen wird. Alles klar, dann vielen Dank und noch einen schönen Abend.